Steam Summer Sale. Nicht nur Steam. Summer Sale ist generell immer. Gerade bei Technik. Bei Technik, also auch wenn ihr einen neuen Laptop haben wollt oder irgendwas in der Art, irgendwas. Videospiele und Technik. Ist ja, wenn Leute, wenn Sommer, wenn heißes Wetter draußen ist, wenn Freibad-Saison ist und so weiter, da werden wirklich wenig Videospiele verkauft, ne, ist das. Da können sie nicht können sie nicht die teuersten Preise verlangen, ist dann, das ist so. Dann sitzen sie die Preise runter und dafür kannst du jetzt kurz vor Weihnachten kannst du dir dein Urlaubszeugs kaufen, hier deine Liegestühle für den Sommer. Solche Sachen halt, alles was nicht zur Jahreszeit passt. Das ist halt. Sommerurlaub buchen. Genau, Sommerurlaub buchen. Das klang jetzt so, als hätte ich es aus dem Chat vorgelesen, aber es war meine eigene Idee. Sommerurlaub buchen. Das ist jetzt für 2021 den Sommer buchen. Kriegst du günstiger. Wenn ich jetzt im Oktober, November für Juli einen Sommerurlaub buchen willst, das ist. Ja, sind immer so Sparmethoden. Kannst du natürlich meistens nicht machen. Kannst natürlich nicht sagen, wenn das Kind dann seinen Wunschzettel erst im November abgibt, dann ist halt. Kannst halt nicht im Juli schon Geschenke kaufen, kannst du nicht im Juli nicht schon Videospiele kaufen und so weiter. Wenn er weiß, das Kind wünscht sich halt. Es hat schon immer das gewollt, das Spiel. Und es wird es wahrscheinlich auch auf dem Wunschzettel schreiben. An der Wahrscheinlichkeit nach kann man das machen. Das ist gerade wirklich, dass du das vorgelesen hast. Ja. Aus meinen Gedanken vorgelesen. Ach, ist das nervig hier. Ich muss mich, glaube ich, jetzt gerade ein bisschen das Spiel konzentrieren, bevor wir hier auf Topic reden. Wir haben jetzt wieder ziemlich viel auf Topic geredet. Das können wir machen, wenn mal nichts los ist. Jetzt haben wir hier gerade Action. Der stand zu dicht. Ist schön, dass der Chat aktiv ist, aber das ist heute ziemlich viel Weihnachtsgerede. Wenn es wenigstens halbwegs zum Ingame-Spiel passen würde. Nein! Der eine ist weg. Der andere ist hier. Sehr gut. Sind sie jetzt weg? Habe ich sie besiegt? Bezweifle es. Aber gut. In diesem Bild ist doch bestimmt ein echter Korridor. Sind wir gerade drehen? Dachte ich es mir. Okay, da kommen die Männchen wieder. Verdammt, damit habe ich nicht gerechnet. Kacke, 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 kacke. Wird es ein 300-Abo-Special geben? Nee, es wird ein 1000-Abo-Special geben. Es gab 100-Abo-Special und es wird ein. Ja, 500, können wir bei 500 nochmal überlegen. Ein 1000-Abo-Special wird es auf jeden Fall geben. 1000 Abo können wir noch mal gucken. 500 und 1300 macht keinen Sinn. Erstmal wird es ein Halloween Special geben. Ach komm, jetzt habe ich es schon geschafft. Jetzt hatte ich alle freigeräumt und dann kamen die noch mal, als ich eine Kurbel gedreht habe. Ach komm, ist das Team wieder Among Us? Wahrscheinlich nicht. Nächster Stream am Sonntag. Little Nightmares. Ich will das Spiel jetzt mal zu Ende kriegen. Ich hoffe, dass wir heute mal weiterkommen. Dass wir das heute jetzt hier weitestgehend zu Ende kriegen.
dass du vielleicht am Sonntag den letzten Plan ist, am Sonntag den letzten Nightmare-Stream zu machen. Wir sind ja jetzt hier schon im letzten Kapitel, dass die jetzt hieß, er könnte realistisch sein, also wenn wir uns ein bisschen anstrengen und nicht so viel rumbummeln, bei einer Aufgabe nicht für jede Aufgabe 100 Versuche brauchen. Jetzt kommen sie wieder. Na toll. Sobald wir anfangen zu kurbeln. Jetzt seid ihr aktiv hier, oder was? Kannst du knicken. Jetzt dreh dich. Na komm. Da kommen sie wieder. Ich glaube, das dreht sich wieder zurück. Das dreht sich zurück. Nein, 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 nein. Das darf nicht. Dreck. Das war schon so weit. Sorry, Tisch. Ich mach dich noch irgendwann kaputt. Der Tag kommt, dann nehme ich meinen Tisch in 2 Jahre. Ab wann wird man das YouTube-Partnerprogramm aufgenommen? Ich glaube ab 1000 Abonnenten. Und irgendwie eine Watchtime braucht man auch. Man braucht irgendwie irgendwas von 1000 irgendwas Stunden Aufrufezeit. Ich glaube 1000 war es. 1k Abonnenten. Und die, also du musst beides haben, erstmal die Abonnenten. Cryo 4, ich habe hier irgendwas mit 4, wie ist das Spiel, irgendwas anderes mit 4 habe ich schon gespielt. Ach, verdammt, ich darf nicht zu Ende kurbeln. Nein, nein, so ein Mist. Ich bin ja schon am Kurbeln. Kommen die Tricksviecher wieder? Was ist denn das ist hier? Es wird mir hier massiv schwierig gemacht. Ich kann hier während ich laufe noch mit den Pfeiltasten schwenken. Komm du hier nicht krank. Oh Mann, ich muss mich jetzt hier mal wirklich. Wir kriegen es ja schon ganz in Ordnung hin, aber. Jetzt hier ein bisschen concentrated by the game. Okay, jetzt sind sie weg. Jetzt komme ich wieder ein bisschen. Und dann kommen sie wieder an. Und dann dreht sich das zurück. Das ist doch eine miese Nummer. Okay, den habe ich. Ja, es dreht sich langsam zurück. Das heißt, wir müssen uns auch noch beeilen beim Zerstören. Die Figürchen. Hier noch jemand? Ist das wieder zu oder was? Natürlich, was auch sonst. Ich versuche mal einfach zu drehen. Da sind wir hier tot, oder? Ja. Können wir nicht einfach drehen. Was habe ich denn gespielt? Irgendwas mit 4. Gibt's auf meinem Kanal unter Horror. In der Horrorsparte. 4, wie hieß das? Helft mir mal weiter. Layers auf 4. Genau so hieß das. Das kann ja nichts werden. Genau, Layers auf 4. Habe ich gespielt, naja, 3, 4 Parts habe ich das gespielt. Hatte ich keinen Bock mehr drauf. Weil ich fast in jedem Part geheult habe. Weil ich das so gruselig fand. Wollte ich nicht mehr. Habe ich in jedem Part vor Angst geheult. Wenn du halt ein Spiel spielst, was
Schatten der Angst heißt. Du musst halt damit rechnen, dass hier... dass du mal da Angst hast von Schatten. Verdammte Wurst. Hat sich das schon wieder zurückgedreht? Da kommt drehen was zu Ende. Jetzt kommt die gleich wieder, beeil dich. Und jetzt durch hier. Renn. Renn. Renn, Kid, renn. Hoch da. Ach komm, wir waren dort. Der hat gekrampft. Ach, leck mich doch am Säckle. Ich hab keinen Bock. Was ein Rage Game. Meine Fresse. Und ist das so schwer, die zu besiegen hier? Kommen die hier von allen Seiten und da muss man die auch noch steuern und. Meine Fresse. Und dann kamen die nicht so, dann kommt es. Ach, es ist. Meine Fräse. Danach ist wahrscheinlich das Ende. Könnte sogar fast sein. Es wirkt ja hier fast final. Na. Ich wollte gerade sagen, mich kriegst du nicht. Also Pumpkin Jack, das werden wir wahrscheinlich. Das werden wir wahrscheinlich eher in 2021 spielen. Halloween 2021. Das wird dieses Jahr nichts mehr. Das kommt zwar dieses Jahr raus, wird dieses Jahr released. Ich vermute, zu spät. Es wird am 30. oder 31. rauskommen. Ich würde das gerne. Also das ist. Es wird wahrscheinlich nichts mit dem. Mit dem Kaufen, dann mit dem Stream einrichten. Man muss ja dann Thumbnails und so weiter und Endcard und so weiter den Stream auch noch vorbereiten können. Mich das erst am Tag gekauft habe selbst. Ja, nee. Sehe ich unrealistisch. Wir müssen uns jetzt beeilen, damit wir hier nicht. Müssen wir schneller kurbeln. Verdammt. Jetzt hier wegrennen. Und währenddessen am besten schon die Lampe. Super, jetzt haben wir hier, glaube ich, die zwei weggeräumt. Jetzt hier gleich wieder dran. Ran hier. Und weiter kurbeln. Theoretisch kann man das hier schon beim zweiten Mal schaffen. Wenn man das hier ausreizt. Und weiter. Und durchrennen. Am besten die Taschenlampe an. Verdammt! Ich muss während ich laufe dann noch die Taschenlampe anmachen und mit den Pfeiltasten zurücklaufen. Zurück leuchten. Das ist jetzt hier wirklich konzentriertes Spiel notwendig. Meine Fresse. Ist noch einer hier? Ja, da ist noch einer. Sind es drei und dann sind es zwei und dann wieder eine ganze Menge. Ist jetzt beeil dich hier. Beim ersten Mal kann man es nicht, kann man es nur bis zur Hälfte. Jetzt rennen wir hier zurück und Taschenlampe an, richtige Richtung leuchten. Kacke, haben wir nicht aufgepasst. Puh, Action für euch im Chat. Action. Habt ihr was zum Gucken? Jetzt wäre hier verkackt. Hat sich aber am Ende des letzten Streams auch schon gezeigt. Es war mir klar, dass dieser Stream ein bisschen stressig wird. Und jetzt losrennen. Licht an. Multitasking. Am Arsch. Junge. Wartet sich direkt vor der Kurbel. Da kommt der nächste hier gleich. Ich kann mal hier stehen bleiben.
wenn wir es hinkriegen würden, die Taschenlampe zu bedienen. Sind da die Pfeiltasten? Irgendwas wollte ich euch heute im Stream noch erzählen. Das ist off topic. Nein, du kriegst mich nicht. Heute nicht. Doch, heute schon.